Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Lektion zum Thema Orgelimprovisation. Mein Name ist Franz Josef Stoiber. In diesem Video setze ich die Reihe der Variationstechniken fort mit zwei neuen Aspekten. Und zwar geht es jetzt hier darum, dass ich jetzt verschiedene Techniken mische in einer Variation. In der Folge 1 der Variationstechniken habe ich ja eine Technik die ganze Variation lang verwendet. Jetzt werden mehrere Techniken kombiniert und das macht die Sache natürlich noch interessanter. Und nochmal auf eine andere Ebene, vor allem auf eine deutlich höhere musikalisch-künstlerische Ebene, kommen wir, wenn wir uns bestimmte Satztypen vorstellen, also in einer Variation einen bestimmten Satztypus, wie zum Beispiel eine Ouvertüre, eine Aria oder einen Choral, dann mir vorstelle und dann das Lied entsprechend variiere. Ich greife wieder auf unseren Liedsatz zurück, den Liedsatz zu Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ein Lied, das überwiegend in Vierteln dahinschreitet. Und das ist auch wichtig, wenn Sie sich ein Lied hernehmen, ein Thema, dass Sie das auch eventuell so bearbeiten, dass Sie Achtelfigurationen herausnehmen, dass Sie Punktierungen glätten, dass Sie eine halbe Note dann in zwei Vierteln unterteilen, größere Pausen wegnehmen und so weiter. Je schlichter, je klarer das Lied, das Thema vor Ihnen liegt, inklusive Liedsatz, umso besser dann, umso leichter werden Ihnen die Variationen von der Hand gehen. Ich spiele den Liedsatz nochmal kurz an, zur Erinnerung. Liedsatz sollten Sie natürlich wie immer auch üben mit einer Solostimme im Sopran. Das ist sehr wichtig. Sie können dann Ihre Variationen sehr schön hervorheben. Also zum Beispiel mit einer, da können Sie natürlich dann variieren, ob Sie eine Flöte nehmen oder eine Aliquot-Mischung. Jedenfalls üben Sie das, dass Ihnen das sehr gut von der Hand geht mit Solo-Sopran und die beiden Mittelstimmen in der linken Hand. Und so weiter. Nun kommen wir zu einer weiteren Variation. Wir mischen jetzt verschiedene Techniken, die wir in der Variation Folge 1 kennengelernt haben. Zum Beispiel jetzt Nebennoten mit harmonischer Figuration. Das können Sie sicher gut umsetzen, das Ganze triolisch. Das klingt dann so, also die erste Note der Melodie mit einer Nebennote. Und dann kommt eine harmonische Figuration von dem Melodieton aus. Hier das H, der Akkord, der liegt, ist G-Dur und dann figurieren wir zum Beispiel nach oben. Wir können natürlich auch dann nach unten figurieren, dann ganz wie Sie wollen. Das könnte so klingen. Jetzt zur Kadenz hin habe ich jetzt eine Figurationsart, die Nebennotenfiguration, beibehalten. Das kann man machen, um die kadenzielle Wirkung zu unterstreichen. Ich spiele weiter. In der nächsten Variation verbinde ich jetzt
die harmonische Figuration in Sechzehnteln mit einem Oktavsprung. Und zur Kadenz hin dann werde ich die Sechzehntel beibehalten, um wieder eine Sogwirkung zum Zeilenende hin zu erreichen. Variation verbinde ich jetzt Tonleiterausschnitte mit harmonischer Figuration und bei der Kadenz benutze ich dann vor allem Nebennotenfiguration. Alle diese Variationstechniken können Sie natürlich auch manualiter ausführen, also auf zum Beispiel auf einem Orgelpositiv, natürlich auch auf einer einmanualigen Orgel. Jetzt zwei Variationen manualiter. Die linke Hand spielt dann die Bassstimme unseres vierstimmigen Satzes. In der rechten Hand mache ich jetzt wieder harmonische Figurationen. Das könnte so klingen. Manualiter Variation figuriere ich jetzt denn die Bassstimme auch noch harmonisch und zwar in Achteln, sodass wir Achtel in der linken Hand gegen Sechzehntel in der rechten Hand haben. Das klingt dann so. Nun kommen wir zu den sogenannten Charaktervariationen. Also wir stellen uns einen bestimmten Satztypus vor und versuchen den in der Variation des Liedsatzes dann diesen Charakter zu verwirklichen. Als erstes beginne ich mit einer Ouvertüre. Sie wissen, eine Ouvertüre lebt von schnellen Läufen, punktierten Rhythmen, weiteren Verzierungen, wie eben die verschiedensten Trillerformen und so weiter. Thank you.
nächste Variation versuche ich, den Charakter eines Chorales zu verwirklichen, und zwar eines Chorales mit figuriertem Bass. Benutze da ein in der Barockzeit sehr geläufiges Motiv, das aus diesem Terzmotiv besteht. Und dann der zweite Ton wird mit einem Oktavsprung versehen. Dieses Motiv benutze ich jetzt hier in diesem Choral nur in der Bassstimme. Später werden wir das dann auch in den anderen Stimmen benutzen. Das klingt dann so. Dieses Terzmotiv kann ich auch ersetzen, einmal mit einer Nebennotenfiguration, gerade wenn es sich um dominantische Akkorde handelt. Genauso muss man gelegentlich einen Sechstakkord in Grundstellung beginnen, also zum Beispiel diesen Dido-Sechstakkord. Wenn ich das Motiv nehme, weil ja das Motiv hinfiguriert zum Sechstakkord. Gut, dann gehen wir weiter. Jetzt ein Dialog zwischen zwei Manualen. Ich verwende hier in der linken Hand eine eher Streicherregistrierung, eine Gambe oder Salutionale, in der rechten Hand eine Flöte und spiele immer zwei Akkorde abwechselnd, die rechte Hand dann eine Oktave höher und das Ganze auch immer mit einem Achtel, mit einer Achtelpause beginnend. Also so. Form einer Aria können wir jetzt alle möglichen Figurationen breiten Raum geben. Wir nehmen ein sehr ruhiges Tempo, also eher in Achteln, um eben schön Zeit zu haben für die Figurationen. Hier sind wichtig, schöne Läufe zu spielen und alle anderen Arten der Figuration natürlich auch einzusetzen. Als Solostimme habe ich registriert 8, 4 und Nasard 2, 2 Drittel, also ein Nasard-Solo.
wichtig ist, behalten Sie Ihren vierstimmigen Satz immer streng bei. Schauen Sie, dass Sie im Metrum bleiben. Neben der Verzierung der Melodie habe ich in Pedal nur im Oktav Achteln gespielt, aber in sehr ruhigem Tempo. Wir kommen zu einer weiteren Charaktervariation, wieder zu einem Choral, aber jetzt benutze ich dieses Motiv in allen Stimmen außer der Melodie. Also dieses Terztonmotiv und dann den Oktavsprung. Also, und wie gesagt, kann ich das dann auch verwenden mit dieser Nebennote zum Terzton und dann Grundton. Wir haben dafür gerade bei Bach sehr schöne Beispiele und das sollte uns als perfektes Vorbild dienen. Wir beginnen jede Variation mit der Melodie, dann antwortet der Alt und es setzt dann der Tenor und dann der Bass ein. Das kann man mit jeder Zeile so durchführen. In der nächsten Variation ist die Vorstellung einer Arabesque. Also eine Arabesque beschreibt meistens eine einstimmige Melodieführung. Und auch das ist, finde ich, eine sehr, sehr reizvolle Geschichte. Wichtig ist, dass wir da auch technisch einen bestimmten Fingersatz beibehalten. Und zwar folgendermaßen. Also, immer die gleiche Technik und natürlich die Basis ist unser vierstimmiger Satz. Der kleine Finger der rechten Hand spielt den Melodieton und jetzt läuft es so, wir beginnen mit der rechten Hand, mit dem Melodieton. Die linke Hand figuriert vom Basston aus jetzt 4/16 nach oben. Und wir figurieren, und alles harmonisch figuriert, also nur die Töne unseres vierstimmigen Satzes. Und die rechte Hand macht dann. Man könnte das jetzt auch so üben, indem wir immer wieder stehen bleiben auf dem betonten 32. Also ist im Grunde der vierstimmige Satz. Und das klingt dann so. Ich habe das nur mit zwei Vierfußflöten registriert. Als nächstes stellen wir uns ein Präludium vor, mit gleichbleibender Bewegung. Denken Sie an das berühmte Präludium mit C-Dur von Johann Sebastian Bach, der Beginn des wohltemperierten Klaviers. Diese Figur, die ich mir jetzt vornehme,
benötigt eine halbe, also zwei Viertel. Deswegen nehme ich jetzt die Melodie in unseren Satz in halben. Wir beginnen, der kleine Finger hat immer die Melodie und harmonische Figuration zuerst, dann Nebennote und wieder harmonisch. Und linke Hand spielt die Mittelstimmen und das Pedal macht eine Oktavfiguration. Das wäre jetzt linke Hand Pedal, ist das Motiv dazu der rechten Hand. Und das behalten wir ganz strikte immer bei. Also der vierstimmige Satz bleibt unangetastet, er wird lediglich figuriert. Ende des Videos werde ich dann eine Toccatenfigur benutzen als Figuration. Also die Vorstellung ist ein Toccatensatz. Und hier ist es wieder so, dass wir in jeder Hand im Grunde den Akkord der Manualiter Stimmen nehmen. Rechts genauso, eine Oktave höher. Das wird dann entsprechend figuriert. Links lasse ich nachschlagen. Rechte Hand. Und zwischendurch könnten Sie auch im Pedal mal einen Achteldurchgang machen oder wieder unsere bekannten Oktavsprünge. Das werde ich dann am Schluss anspielen. Und zwei Aspekte waren mir wichtig in diesem Video. Die Mischung von Variationstechniken, die wir in der ersten Folge von Variationen kennengelernt haben. Und noch interessanter ist es, wenn wir uns den bestimmten Charakter eines bestimmten Satzes vorstellen. Das bringt nochmal eine viel größere musikalische Aussagekraft. Wichtig ist bei den Variationen, wichtig, das Metrum des Liedes nicht zu verlassen, den Satz beizubehalten und sich ganz auf die Variationstechnik zu konzentrieren. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Erfolg und Freude. Bleiben Sie dran, lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn etwas gleich nicht funktioniert. Reduzieren Sie das Tempo. Es muss überhaupt nicht schnell sein. Denken Sie drei ruhige Variationen, zum Beispiel für die Kommunionausteilung. Nehmen Sie sich die Variationen zuerst vor, die Ihnen am leichtesten von der Hand gehen und Sie werden dann noch viele Möglichkeiten für Variationen dabei entdecken. Nun viel Freude damit und ich freue mich, wenn ich Sie beim nächsten Video wieder begrüßen kann.